Dieses Bild musikalisch ausgedrückt wäre einfach laut und schrill und wild und Musik, ja, die mit vollem Körpereinsatz gespielt wird. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich zur 6. Folge des Podcasts Kunst musst du nicht verstehen. Wieder geht es um ein ganz großes Bild. Es hat die Maße 2,70 m x 2,10 m. Es ist gemalt worden 1980 von Rainer Fetting, einem deutschen Expressionisten, Neo-Expressionisten. Ja, ich habe es im Original gesehen, 2011, in der Berlinischen Galerie. Was mich an diesem Bild einfach beeindruckt, das ist diese totale Lebendigkeit, wieder mal. Da kommt so eine Kraft rüber, das ist so wild gemalt. Ja, es ist wirklich das Gefühl, was man wohl als Musiker hat, wenn man in einer Rockband spielt oder auch wenn man ja an einem Konzert, an einem Rockkonzert teilnimmt. Also diese Stimmung ist total gut wiedergegeben, ist zumindest mein Empfinden. Ich fange mal an, das Bild zu beschreiben. Die Farben sind genauso laut wie die Musik, die ja aus dem Bild herauszukommen scheint. Also der Hintergrund, erstaunlicherweise ist der Hintergrund knallrot, wirklich blutrot. Und im Vordergrund sieht man da wild artikulierende spielende Hände. Das Bild heißt übrigens Drummer und Gitarrist. Von links unten kommen eben die beiden Hände des Drummers ins Bild, riesig groß. Und die Drumsticks, die gehen auch diagonal ins Bild rein, fast bis zum rechten oberen Bildrand. Mehr auf der linken Bildseite ist dann der Gitarrist zu sehen, in einer typischen Rockband-Pose. So ein, also das linke Bein nach vorne abgespreizt, das rechte nach hinten und die Gitarre so, ja, vom Bauch und Kopf so leicht nach vorne geneigt. Dann sieht man Scheinwerfer, die einem fast ins Auge, also die fast wehtun im Auge. Die sind in so einem hellgelb gehalten, umrandet mit Weiß. Also es ist auch sehr viel Weiß in diesem Bild, was so ein bisschen, ja, dieses wild flackernde Licht einfach für mich so darstellt. Ja, das Bild ist sehr klar von den Farben her. Also wie gesagt, es ist sehr viel Rot drin, es ist Gelb und alles, was sich bewegt, das ist Blau. Also so wie so ein, naja, etwas, was im Gegenlicht erscheint. Also die Hände des Drummers und der Gitarrist, die erscheinen so im Gegenlicht und das Rote kommt einem eben entgegen. Ja, das Blau, da hat man ein sehr tiefes, ins Violett reingehende Blau bei dem Gitarristen. Also der Hintern von dem Gitarristen ist sehr ausgeprägt dargestellt, möglicherweise, weil Rainer Fetting homosexuell ist. Vielleicht gibt es da auch, vielleicht hat das für ihn irgendwie eine Symbolik. Dann sind aber die Hände des Drummers, die sind in so einem, ja, mittelblau, also wirklich wasserblau mit einer Spur Türkis drin.
dann ist ein ganz zentrales Element in diesem Bild die Trommel, die ja wohl so nicht senkrecht steht, wie sie gemalt ist. Sie ist wirklich kreisrund gemalt im linken Bild, linken oberen Bildbereich. Also sieht auch fast so aus wie so ein Bullauge oder etwas, ja, wo man durchguckt ins Nichts, ins helle, gleißende Nichts. Das ist sehr, sehr, sehr gestisch gemalt, das Ganze. Also sind schwarze Konturen teilweise eingestreut. Also sehr dramatisch, total dramatisch. Sehr schnell gemalt, unkontrolliert, ja, oder eben wenig kontrolliert, sagen wir es mal so. Es ist ja durchaus gegenständlich, realistisch, also nicht komplett abstrakt. Was noch auffällt, sind so Farbspritzer in dem Bild. Das könnten fast Schweißtropfen sein. Also es hat Fetting wahrscheinlich so nicht beabsichtigt, aber das verstärkt also dieses, diese Ruhe, diese fast animalische Stimmung in diesem Bild noch. Kurze Technik, das Bild ist gemalt mit Dispersionsfarbe auf Leinwand. Es kommt wirklich mit diesen Grundfarben fast aus. Also es geht wirklich an die Essenz des Lebens sozusagen. Also es ist die pure Lebenskraft. Fetting hat sich eben viel in Berliner Clubs aufgehalten. Fetting hat auch selber Musik gemacht. Ja, war also Teil dieser ganzen Szene vor der Wende noch. Also es war ja noch lange Zeit vor der Wende. Ja, es ist wie so ein Abtauchen in das wirkliche Leben, so das Leben zu spüren, also in jeder Facette. Also nicht, da ist nichts Verherrlichendes dran, sondern das ist einfach die reine Kraft. Da ist das Dreckige drin und da ist auch das Helle drin. Also dieses macht dieses Bild für mich auch sehr reizvoll. Da wird nichts irgendwie verklärt dargestellt, sondern es ist sehr authentisch, wirkt es auf mich sehr echt. Da ich ja selber Malerin bin, kann ich nur sagen, es erfordert doch ganz schön viel Mut, mit so einem Bild nach draußen zu gehen. Also für mich ist es zumindest so. Da würde man sagen, okay, also du kriegst das doch bestimmt auch besser hin. Also wenn man Rockstars malt, Teile des Körpers, ja, wenn das alles so vielleicht auch so ein bisschen von den Proportionen her überhaupt nicht zusammenpasst und so ein Kreuz und Quer, und das ist eben genau dieses Unkontrollierte und was so direkt aus dem Körper auf die Leinwand fließt, das ist, macht genau den Reiz dieses Bildes aus. Das ist ja auch oft bei abstrakten Kunstwerken so, oder diese Kunstwerke, die einfach fast wie von Kinderhand gemalt aussehen. Gerade in den letzten Jahren fühle ich mich davon besonders angesprochen, weil da so viel Ungekünsteltes drin ist, so viel Unmanieriertes, so viel, ja, ich muss jetzt nicht zeigen, dass ich malen kann. Fettingsbilder wirken durch diesen wilden Duktus, deshalb natürlich auch die Zuordnung zum Expressionismus, ja, und dann durch diese gewaltige Farbigkeit. Viele seiner Bilder sind relativ einfach gehalten oder die sind sehr fokussiert. Sie sind einfach auf das Wesentliche fokussiert, das Wesentliche ist rausdestilliert, also hier die Hände des Drummers, diese Wildheit und die Kraft des Gitarristen, also der komplette Körpereinsatz. Ja, in diesem Bild hier, da geht auch irgendwas so über Kreuz, also der Drummer, der schießt so sozusagen, also nur dessen Hände, die Person an sich ist gar nicht, taucht ja hier gar nicht auf, aber die Hände gehen links, von links unten nach rechts oben und werden natürlich durch die Drumsticks fortgesetzt. Der Drumstick der rechten Hand, der geht fast in den Arm vom Gitarristen über. Man kann das irgendwie kaum auseinanderhalten. Also der Gitarrist,
der linke Arm des Gitarristen, ja, der verbindet sich komplett mit dem Drumstick, sodass durch das Bild eine Diagonale durchgeht, von links unten nach rechts oben. Und dann gibt es auch fast eine Diagonale oder zumindest eine Diagonale, die bis zur Bildmitte geht, von rechts unten Richtung links oben, aber eben dann nur bis zur Bildmitte, bis zur rechten Hand des Drummers. Also die spielt eine total große Rolle in diesem Bild, wie so eine Faust. Also ist auch durchaus ein bisschen Aggression drin. Von der Mitte aus geht die Diagonale eher gebrochen weiter nach links oben. Das Ganze bildet ja fast ein Kreuz, was natürlich die Dynamik in dem Bild noch total unterstützt. Kurz noch zur Person von Rainer Fetting. Also er ist 1949 in Wilhelmshaven geboren und hat lange Zeit in Berlin gelebt, lebt da, glaube ich, auch immer noch zwischendurch mal. Er hat Ende der 70er Jahre dort eine Gruppe gegründet, in der sich junge Künstler getroffen haben. Die haben sich Neue Wilde genannt oder die Moritz Boys. 1978 ist Fetting, ich meine, zum ersten Mal in New York gewesen und das hat ihn eben sehr beeinflusst, also die Clubszene dort. Also ich denke, dass das Bild, was ich hier besprochen habe, vielleicht auch aus der Zeit heraus entstanden ist oder aus dem Einfluss heraus. Ja, es war ja auch die Entstehungszeit oder die Hauptzeit sogar der Punkmusik und diese Kraft ist einfach in diesem Bild zu erkennen und man hat eben auch das Gefühl, dass man wirklich hinter dem Drummer steht und ihm über die Schulter guckt und ja, so wird man noch stärker in das Ganze reingezogen. Es gibt übrigens mehrere Bilder von Rainer Fetting, die Drummer und Gitarrist heißen. Die sind auch ähnlich aufgebaut wie das, was ich besprochen habe. Nur die Farbigkeit ist anders, aber die Bildkomposition ist sehr ähnlich. Also die anderen Bilder sind 1979 entstanden. Das, was ich im Podcast jetzt in dieser Folge erzählt habe, das bezieht sich auf ein Bild von 1980. Und zwar heißt es wirklich Drummer und Gitarrist. Ich sehe gerade, es gibt auch eins, das heißt Rockkonzert, Drummer und Gitarrist. Und es ist auch aus dem Jahr 1980, aber das ist in Orange und Blau gehalten. Also das Bild, was ich hier jetzt in dieser Folge mir vorgenommen hatte, das hat wirklich ein ganz kräftiges Rot im Hintergrund. So viel zur Unterscheidung, aber es ist auch ganz interessant, sich die anderen Bilder im Vergleich anzuschauen und zu schauen, was spricht dich da am ehesten an oder wo kommt die Kraft dieser Szenerie für dich am stärksten rüber. Ja, solche Bilder wirken in der aktuellen Zeit noch fremder denn je, denn hier geht es wirklich zur Sache. Es geht hier um direkten Kontakt, um schutzloses Nicht-Ausgeliefert-Sein, aber das Zeigen des Innern, das Zeigen der Kraft, das wirklich Unkontrollierte, das Nicht-Perfekte, das Raue, das Rohe. Ja, und das ist genau das, was in der aktuellen Zeit ja immer weniger akzeptiert wird. Ist zumindest mein Gefühl. Dieses Bild wirkt deshalb wie aus der Zeit gefallen. Ja, es löst auch so ein bisschen Wehmut in mir aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht hat mich das auch dazu bewogen, das jetzt hier zu besprechen oder das als Gegenstand dieser Podcast-Folge zu nehmen. Fetting arbeitet auch als Bildhauer und als Aufenthaltsort ist auch Sylt dazu gekommen. Also es gibt auch jetzt neuerdings sehr viele Bilder, die eben das Meer,
darstellen, das Leben am Meer, die Naturgewalten, Badende mit dem Leben am Meer oder mit der Natur auf Sylt. Mich hat diese wahnsinnige Kraft in diesem Bild angesprochen. Das trifft eben nicht nur für dieses zu, sondern das ist nahezu in jedem Bild von Fetting wahrnehmbar. Und ich hatte gehört, dass er auch tatsächlich nur dann malt, wenn er diese Kraft in sich auch spürt, sodass sie dann direkt auf die Leinwand transportiert werden kann. Das stelle ich auch bei mir selber fest, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich muss malen, aber das ist eher so indifferent, dann ist auch das Bild indifferent, dann ist das Bild nicht so kraftvoll. Also die Malerei bei Fetting ist wirklich so anfallsartig oder wie so ein Ausbruch. So wirken die Bilder. Du bist eingeladen, dir dieses Bild natürlich anzugucken. Wahrscheinlich hast du schon längst danach gegoogelt. Lass es auf dich wirken. Die Frage für dich auch, kommst du mit dieser Art von Malerei klar? Was macht das mit dir? Ist das vielleicht eine neue Sicht auf Malerei für dich? Ich kenne es eben aus meinem Bekanntenkreis oder auch aus meiner Familie. Malerei ist nur dann gut, wenn sie möglichst nah am Realismus dran ist. Da hat sich also meine Sicht deutlich geändert. Das siehst du oder kannst du natürlich auch anhand dieser Podcast-Folge nachverfolgen. Also da sind längst nicht nur realistische Maler dabei, Malerinnen, sondern die Bandbreite ist da sehr groß. Und das wird auch so bleiben. Okay, ich hoffe, es hat dir wieder ein bisschen Spaß gemacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende, und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.